Ein kostenfreies Upgrade von der Economy in die Premium Economy Class, dazu eine Boeing 777 auf einem Inlandsflug. Das war meine Erfahrung mit der American Airlines. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen hier aus Queens in New York, wo ich gerade die Nacht im Holiday Inn Express am JFK Jamaica Station verbracht habe. Das Review dazu folgt bald. Wir müssen uns jetzt aber erstmal auf den Weg zum Flughafen machen, um die 777 nach Miami zu bekommen. Die Airlines der Oneworld nutzen vorrangig das Terminal 8 hier am Flughafen JFK, dementsprechend auch American Airlines. Den Check-in konnte ich hier beim Priority Check-in vollziehen, da ich einen Status bei British Airways habe und dementsprechend auch bei der Oneworld zu der American Airlines gehört. Eine wirklich nette Mitarbeiterin versuchte mich noch in die Business Class zu upgraden, leider erfolglos, dafür habe ich dann aber kostenfrei ein Upgrade in die Premium Economy erhalten. Weite Teile dieses Terminals wurden renoviert, ein absoluter Hingucker ist aber diese Brücke zwischen den Satelliten und dem Hauptgebäude, hier kann man einfach wirklich wunderbar spotten. Die schönste aber von allem, diese Boeing 777-200, die uns heute hier von New York nach Miami fliegen wird. Ist sie nicht schön? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Das Boarding erfolgt für US-Fluggesellschaften typisch in zig verschiedenen Gruppen und Pre-Boarding-Möglichkeiten. Premium-Economy-Gäste dürfen aber relativ früh und direkt nach den Business-Class-Gästen hier einsteigen. Und dementsprechend war es auch für mich Zeit, das Flugzeug zu boarden. Leider nehmen wir nicht in der Business Class Platz, einen entsprechenden Trip Report findet ihr aber bereits auf unserem Kanal von meinem Flug von Miami nach London. Dafür unser Sitz des Tages, diese Premium Economy, arrangiert in einem 242 Layout. Den Sitz könnt ihr dafür mittels dieser Knöpfe individuell verstellen. Eine Fernbedienung findet ihr auch für das In-Flight Entertainment System und wirklich komfortabel wird es, abgesehen von dem ja doch durchaus komfortablen Fake-Leder mit diesen Fußstützen. Darüber hinaus findet ihr unter der Armlehne kleinen Platz für eure persönlichen Gegenstände, dahinter dann auch ein Universal Power Outlet und ein USB-A-Port. Zudem findet ihr natürlich auch noch Individual IFE Screens, dieser versteckt sich aber bei mir im Sitz. Wir gucken uns aber zunächst die Sitztasche an, die ist ausgestattet mit einer Safety Card, ein paar Informationen zum Entertainment an Bord sowie dieser Sickness Bag hier zuletzt. In der Kabinendecke findet ihr darüber hinaus individuelle Lüftungsschlitze und natürlich auch die Gepäckfächer. Ich muss sagen, ich mag diesen Sitz wirklich sehr, er ist komfortabel und vor allem die Sitze hier in der ersten Reihe in der Bulkhead Row der Premium Economy sind wirklich ausreichend ausgestattet. Zudem findet ihr einen Tisch in der Armlehne, den ihr wie folgt ausklappen könnt. Der Tisch ist ausreichend groß, um Essen, Getränke und auch vielleicht den Laptop hier abzustellen. Ihr wollt es euch noch gemütlicher machen oder einfach schlafen, dann könnt ihr diese Kopfstützen nutzen und diese ebenfalls individuell anpassen. Wir sind mittlerweile startbereit. Wir
sehen uns dann gleich wieder mit dem Snack-Service, natürlich auch dem Waschraum und noch vieles mehr von diesem Flug. Viel Spaß! Remove the vest from the package like this. Put the vest over your head, wrap the strap around your waist, attach the buckle, and pull tight. Once outside, pull the tab to inflate your vest or blow into the red tube. In the water, a line on your vest will automatically illuminate. If necessary, an infant life vest will be distributed by a crew member. The safety card shows how to use it. It's our honor to care for you on your journey. If you have any questions, please refer to the safety card or feel free to ask any of the cabin crew as they do their final cabin check. And as always, let us know if there's anything we can do to make your journey more enjoyable. Der Flug nach Miami mit dieser 777 vergeht wirklich schnell, dennoch ist Entertainment an Bord und natürlich auch eine Internetverbindung sehr, sehr wichtig. Wie ihr aber sicherlich gerade unschwer erkennen konntet, sind die Preise für das Internet an Bord wirklich intensiv. Da würde ich doch eher sagen, vertreibt man sich die Zeit mit dem einen oder anderen Film hier an Bord. Die Auswahl bei American Airlines ist wirklich sehr, sehr gut. Das Beste natürlich wie immer die In-Flight-Map. Entsprechende Informationen und Details könnt ihr hier auch über die Settings individuell anpassen. Gucken wir uns als nächstes den Waschraum an, der natürlich in so einer 777 deutlich größer ausfällt als in den herkömmlichen Flugzeugen auf dieser Strecke. Mal davon abgesehen, dass hier noch ein paar Seifenreste im Waschbecken waren, war die Toilette bzw. der gesamte Waschraum aber durchaus sauber.
Warum lohnt es sich vor allem mit American Airlines zu fliegen? Richtig, sie servieren Dr. Pepper und diese konnte ich mir nicht entgehen lassen. Dazu gibt es natürlich die komplette Dose samt Becher mit Eiswürfel. Zum Essen gab es dazu noch ein paar Lotus-Biskopf-Kekse. Dabei sei aber angemerkt, dass der Service derselbe wie in der Economy Class ist. Bereits gesagt, der Flug mit der 777 vergeht leider viel zu schnell auf dieser Strecke. Dementsprechend befinden wir uns schon im Landeanflug auf Miami. Wir hören uns mit dem Fazit dann gleich vom Boden. Und damit herzlich willkommen aus Miami in Florida, wo wir 45 Minuten zu früh angekommen sind. Damit ausreichend Zeit, um den gesamten Flug zusammenzufassen. Wieder mal eine wirklich gute Erfahrung mit der American Airlines, vor allem wegen des wirklich freundlichen Personals. Dazu das kostenfreie Upgrade in die Premium Economy, die ich wirklich sehr genossen habe und die ich auch durchaus auf einem Transatlantikflug während des Tages nutzen würde. Natürlich rundet das Ganze dann die Dr. Pepper hier ab und dementsprechend war ich absolut wunschlos glücklich mit diesem Flug hier bei American Airlines. American Airlines kommt vielleicht nicht bei jedem Passagier so gut an wie bei mir. Wie sind eure Erfahrungen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Wie bereits erwähnt, solltet ihr noch mehr American Airlines Videos sehen wollen, so findet ihr noch mehr Videos auf unserem Kanal. Dementsprechend vergesst nicht zu abonnieren, folgt uns gerne auf Social Media und damit vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.